Sommer, Sonne, Urlaub in Deutschland. Heute in Fulda. Umgeben vom Mittelgebirge Rhön liegt Fulda. Die hessische Stadt ist nur ungefähr eine Stunde mit dem Auto von Frankfurt am Main entfernt. Hier macht Anna ihre vorerst letzte Station auf ihrer Sommertour durch Deutschland. Wer braucht die Südsee? Palmen gibt's auch in Fulda. Und nicht nur die. Einige macht Fulda sogar heiratswillig. Der Schlossgarten, da werde ich definitiv heiraten. Ach wirklich, hast du heute beschlossen? Ja, definitiv. Da muss Anna natürlich sofort hin. Für eine romantische Fahrt durch den Schlossgarten braucht es jetzt noch eine Begleitung. Zoe ist auch nur für einen Tag in Fulda. Zusammen mit Anna geht es jetzt aufs Tandem. Und gefällt dir Fulda? Ja, es ist voll schön. Ich war noch nie vorher hier, aber es ist wirklich, wirklich hübsch. Und Fulda hat noch mehr zu bieten. Interessanterweise gibt es sogar Stadtbäder hier in der Stadt. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir das früher benutzen können. Wir wären ein bisschen besser durch Fulda gekommen. Also auch aber was für junge Leute. Ja, wenn man es weiß. Und man kommt gut durch Fulda, ja, das stimmt. Mit diesem Tipp geht es für Anna jetzt in die historische Altstadt. Und da gibt es noch mehr als Fachwerkhäuser. Wir sind ja auch die Stadt in Deutschland mit der höchsten Kneipendichte überhaupt. Echt jetzt? Ja. In der Heimat gibt es einen Rhöner Tequila. Der trinkt man mit, also einen Tequila-Shot, und dann trinkt man mit Senf und Schwattemark. Das ist eine Wurst, also so richtig bisschen fett. Das muss Anna natürlich probieren. Wo es den besten Schwattemagen gibt, zeigt ihr Nicole. Wir müssen jetzt eigentlich nur einmal geradeaus runterrollen. Und da ist er. Wow. Das ist jetzt Schwattemagenburger. Genau. Rhöner Spezialität. Und was ist das? Das habe ich nicht Eine bestellt. Ein Rhön-Tequila. Ein Rhön-Tequila? Und wie trinkt man den? Wie ein normaler Tequila? Naja, fast. Erst muss Anna Senf ablecken. Jetzt kommt der Rhön-Tequila und dann der Schwaddemagen. Aber bei dem kleinen Stück bleibt's nicht. Na, der Schwaddemagenburger. Du hast es versprochen. Oh, 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 der sippt aber. Super hier in Fulda. Nach diesem kulinarischen Experiment fehlt nur noch der Geheimtipp für Fulda. Was gibt's hier in der Umgebung von Fulda? Die Wasserkuppe, da ist Segelflugschule schon von früher her, Segelflieger. Na Anna, dieser Geheimtipp wäre doch was für dich. Der Flugplatz liegt auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg im Gebiet der Rhön. Hier ist die älteste und modernste Fliegerschule der Welt. Und ich sitze gleich da drin. Die Sicherheitseinweisung gibt es vom Segelflieger Fabian. Der kümmert sich auch darum, dass Anna den Flug übersteht. Na, hoffentlich bleibt der Schwaddemagen drin. Wow, hier ist die Kotztüte drin. Richtig, diese kleine weiße. Aber nur eine. Nur eine, wir brauchen gar keine, aber wir haben eine. Hoffentlich braucht Anna die nicht. Jetzt geht es für die beiden in die Luft. Mit spektakulärer Aussicht. Das ist sowas wie Flugzeug und Achterbahn zusammen, aber das macht echt Spaß. So wie ein Urlaub in Deutschland.